Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Heute geht es mal wieder um ein Fixplate. Gab es ja bis jetzt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, nur einmal. Das erste Video war über ein Fixplate vom Heidi. Ja, und ich dachte mir, da ich jetzt nicht wirklich was Neues zum in die Kamera halten da habe, da ich eben ein bisschen am Sparen bin auf was Teureres, möchte ich mal ein bisschen über das Messerchen, das ihr hier auf dem Tisch liegen seht, reden. Es geht heute um das Helle Gaube. Ganz, ganz tolles Teil. Und ja, wie immer, erstmal die technischen Daten und dann erzähle ich euch ein bisschen was drüber. Bin nämlich sehr, sehr begeistert. Ist ein absolut tolles Teil. Ja, wir haben eine Gesamtlänge von 22 cm, eine Klingenlänge von 10,9 cm, somit das Ganze 42A-konform. Wir haben eine Klingenstärke von 3,1 mm. Das Ganze besteht aus einem 3-Lagen-Stahl. Dazu später noch ein bisschen mehr. Wir haben einen Scandi-Anschliff, den ich nochmal mit einer winzig kleinen Mikrophase versehen habe. Der Griff besteht aus, wie ich finde, einer wunderschönen Maserbirke. Das Ganze ist vernietet. Gewicht ohne Scheide haben wir hier für ein doch relativ großes, ausgewachsenes Messer gerade mal 122 Gramm und die Scheide kommt nochmal mit 55 Gramm dazu. Scheide ist auch ganz, ganz toll gefertigt, eine Lederscheide, hier hinten vernietet. Ja, ist sehr stabil, sehr robust, hat einen Kunststoff-Inlay-Insert, quasi einen Durchstechschutz und ist hier ziemlich cool mit dem Pfotenabdruck, in Anführungszeichen Pfotenabdruck, natürlich nur stilisiert von einem Lux geprägt, sage ich jetzt mal. Wobei, ihr seht, diese Prägung, das ist keine Prägung, sondern das ist quasi, ja, man sieht es ganz gut, das ist durchgängig, also das sind Löcher, ja, mit einer Hinterpfote, wir haben vier Zehen dran. Und da, so kommt es auch zu dem Namen Gaube, denn Gaupe ist das norwegische Wort für Lux. Und ja, dementsprechend hier diese Luchspfote. Finde ich persönlich ganz, ganz toll. Aktuell reden wir von 77 Luchsen, die wieder in Deutschland in den Wäldern umherstreifen. Und ja, das ist nur so eine kleine Bemerkung am Rande. Die Marke, nehmen wir mal die Scheide ein bisschen zur Seite. Die Marke Helle gibt es seit 1932. Kommt aus Norwegen, wie man ja unschwer auch erkennen kann. Helle Norway. Und die Betonung bei Helle liegt immer, wenn man sich zum Beispiel die Internetpräsenz oder auch Facebook und so weiter anguckt, auf dem Craftsmanship, auf der Handwerkskunst. Vieles wird ziemlich traditionell gemacht, was diese Messer angeht. Das Schleifen, die Anpassung der Griffe und so weiter, das ist alles noch Handarbeit. Also das ist wirklich, ja, natürlich, es ist eine Serienfertigung, es ist eine industrielle Fertigung, aber da wird eben vergleichsweise viel in Handarbeit gemacht. Und das betonen sie alles immer, also wirklich dieses sehr traditionsbewusste, sehr traditionelle, handwerkliche. Und dazu steht auf der Internetseite von Helle ein ziemlich cooler Spruch, ziemlich schöner Spruch, den ich euch jetzt mal präsentieren werde. Ich habe den einfach mal frei übersetzt und der geht ungefähr so: Erinnerst du dich an dein erstes, ja, Barkboat, Rindenschiff? Für alle, die nicht wissen, was ein Rindenschiff ist, blende ich hier mal kurz ein Bild ein. So, und da sind wir wieder. Also, wie gesagt, der Spruch geht wie folgt. Erinnerst du dich an dein erstes Rindenschiff, deinen ersten selbstgemachten Bogen oder wie du deinen ersten selbstgefangenen Fisch ausgenommen hast? Wenn du Norweger bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dazu ein Hellemesser benutzt hast. Ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, ja, das Traditionsbewusste, dieses Unternehmen. Und ja, finde ich eigentlich ein ganz, ganz schöner Spruch. Die Griffe der Hellemesser bestehen in der Regel aus Holz. Oft ist es Maserbirke, bei sehr vielen Modellen ist es Maserbirke, aber nicht bei allen. Und dazu kommen dann noch diverse andere Griffmaterialien wie Ledereinlagen oder Horn. Hier haben wir nur Maserbirke. Helle stellt übrigens auch Taschenmesser, Klappmesser her. Ich persönlich hatte leider noch keines in der Hand, aber die Dinger sehen echt interessant aus. Der
Stahl, da habe ich ja gesagt, komme ich nochmal dazu. Helle gibt das Ganze als Drei-Lagen-Stahl an. Ich habe keine Ahnung, ob ich das auf der Kamera irgendwie eingefangen kriege, ich weiß es nicht. Ich schiebe wie immer natürlich Bilder hinterher und man sieht es nämlich auch. Also man sieht wirklich, bis wohin quasi die Stabilisierungslage, nenne ich das jetzt mal, geht und wo dann diese Schneidlage anfängt. Auch hier, finde ich persönlich, kommt dieses Craftsmanship, diese Handwerkskunst und auch dieses Handwerk einfach noch wirklich raus, denn bei dem Modell hier ist es zum Beispiel so, hier sehen wir auf der Seite beginnt die Schneidlage hier, während sie hier schon ein bisschen weiter hinten anfängt. Also das ist wirklich, ja, steht für mich für Handwerk. Dieser Drei-Lagen-Stahl wird angegeben als Schneidlage aus hochlegiertem Stahl. Mehr Infos habe ich dazu nicht gefunden. Hochlegierter Stahl, das kann natürlich alles Mögliche sein. Und diese, ich nenne es Stabilisierungslagen, also die äußeren Lagen aus rostfreiem Edelstahl. Auch da kann das natürlich alles sein. Definitiv kam das Ding sauscharf bei mir an. Ihr seht es vielleicht, ich weiß es nicht, wie es über die Kamera kommt, aber das hat auch schon ein bisschen gelitten, in Anführungsstrichen gelitten, in Form von Kratzern, die vom Nachschleifen her stammen, wenn ich das quasi mal übers Wettstahl oder übers Leder, ja gut, Leder jetzt nicht, aber über den Wettstahl ziehe, bleibt das natürlich nicht aus, vor allen Dingen bei so einer schönen polierten Klinge. Die Markings, ja, finde ich eigentlich ziemlich schön, die sind auch durchaus schlicht gehalten, wir haben eben das Logo von Helle mit dem Schriftzug und Norway und hier haben wir den Namen des Messers Gaupe. Hätte man vielleicht ein Stück weit nach hinten setzen können, stört aber auf keinen Fall und das war es auch schon. Mehr ist da nicht drauf, diese Seite komplett blank und auch recht schön gelungen, eben die Vernietung hinten am Griffende. Es ist ein ganz, ganz tolles Messer und da ich persönlich auf YouTube nicht allzu viele Infos bzw. Videos generell von Helle Messer, wobei da gibt es schon einige, aber im Speziellen zu dem Helle Gaupe gefunden habe, dachte ich einfach, ich zeige es euch mal. Das Messer wird bei mir sehr, sehr gerne genutzt, wenn es in den Wald geht. Jetzt braucht man da gar nicht lang drüber diskutieren. Das ist zwar ein durchgängiger Erl, aber eben nur ein Steckerl, nur in Anführungsstrichen. Damit wird nicht gehackt oder betont. Das mache ich nicht mit dem schönen Stück, aber so alles andere, was eigentlich anfällt an Holzarbeit, Schnitzen, Essenszubereitung, mal ein Seil, mal eine Schnur schneiden oder so, wird damit gemacht und das leistet dieses Messer mit Bravour. Die Handlage ist Bombe, also wir haben einen richtig schön fülligen Griff. Ihr seht es vielleicht, ziemlich perfekt für meine Handschuhgröße 8, für eine größere Hand. Also ich denke, eine 9 geht auch problemlos noch, eine 10 vielleicht schon ein bisschen klein. Aber für mich Handschuhgröße 8 perfekt. Ziemlich dick, der ganze Griff, was natürlich ja, dazu führt, dass das Messer richtig schön satt in der Hand liegt. Ich kann da richtig Druck ausüben, ich kann den Daumen auf die Klinge, die ist auch nicht sehr scharfkantig hier, zum Feuerstahl anreißen, wahrscheinlich eher ungeeignet, aber ich kann da schön Druck ausüben zum Schnitzen, also das funktioniert alles wunderbar. Auch hier echt sehr schön angepasst hier oben. Also da ist nicht irgendwie eine Lücke oder so, da ist alles wunderbar. Keinerlei Klingenspiel, ja, erwarte ich allerdings, muss ich ehrlich sagen, von einem Messer dieser Preisklasse auch. Wir reden davon rund 100 Euro. Tolles Teil, bin sehr, sehr begeistert, sehr, sehr zufrieden. Klar, wie gesagt, Steckerl nicht wirklich zum Hacken, zum Schlagen, sage ich jetzt mal, gemacht. Aber das weiß ich vorher und als schönes, wie ich finde, persönlich, natürlich, Schönheit immer eine persönliche Sache, aber wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Messer, sehr traditionelles Messer, auch gerade mit dieser Stecklederscheide, ganz, ganz toll, lässt sich super am Gürtel tragen. Für Aktivitäten im Wald, draußen, ihr habt es übrigens gesehen, kurz nochmal Zwischenfunke, also na, da fällt nichts raus, da wackelt nichts, ganz toll gearbeitet. Ja, für Aktivitäten draußen, Wald, spazieren gehen, wandern, leichtere Arbeiten, schnitzen und so weiter. Geniales Messer. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich dachte mir einfach, ich halte das Teil mal in die Kamera.
ich habe nichts Neues zum Zeigen. Bevor ich jetzt gar nichts mache, dachte ich mir, komm, machen wir einfach mal ein, in Anführungsstrichen, Review von einem Messer, das ich einfach hier rumfliegen habe, in Anführungsstrichen, und von dem ich persönlich sehr, sehr begeistert bin. Von daher würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, sollte euch das Video gefallen haben, über ein Abo freuen und verbleibe wie immer mit schöne Grüße aus der Pfalz, euer Chris. Captain George Vancouver, lights on the coast.